Ich heiße Laura Weber und bin Jungwinzerin aus Monsing. Ja, mein Beruf passt in die Region, weil wir in der schönen Landschaft leben, die uns umgibt. Wir sind täglich im Weinberg und pflegen unsere Weinreben und können so gesehen etwas für die Kulturlandschaft tun. Also wichtig für mich ist, dass die Region zusammenhält, dass wir zusammenwachsen, dass wir mit unseren Rohstoffen, die wir als Handwerker produzieren, ja, zusammen stark sein können, diese vermarkten können, weitergeben können. Ja, die Menschen hier in der Region, das sind Genussmenschen. Sie genießen im Prinzip die Weinkultur, die gute Esskultur. Das heißt, hier wird viel Augenmerk auf das Produkt aus der Region gelegt. Also ich esse richtig gerne Krummbeereklees mit Specksoße. Da könnte ich mich reinlegen. Mein Lieblingsplatz ist umgeben mit Weinbergen. Dort fühle ich mich am wohlsten. Mein Lieblingswort auf Blatt ist die Klappschmier. Das ist quasi das Butterbrot oder ja, im Prinzip das, was man sich alltäglich eben schmiert für die Arbeit, fürs Frühstück, fürs Abendessen. Ja, einfach was Heimliches. Also die Region sehe ich in Zukunft in der Landschaft unverändert, weil wir einfach eine wunderschöne Landschaft haben. Für die Region an sich wünsche ich mir auch, dass die Leute noch mehr Regionalität, dieses Bewusstsein der regionalen Vorzüge einfach mitnehmen. Ja, das Gefühl Heimat oder der Ort Heimat lässt sich eigentlich in zwei wichtigen Punkten ausdrücken. Einmal sind das für mich die Weinberge. Das hat immer was mit Heimat zu tun, weil ich in den Weinbergen groß geworden bin. Und das Wort Familie. Für mich ist die Familie eines der wichtigsten Punkte im Leben, von dem man ja auch die Unterstützung kriegt. Und das verbinde ich eben auch mit Heimat.